Moin. Ich bin wieder da. Immer noch. Leider. Zum Glück. Wenn ihr unterwegs seid und ihr habt Wassermangel oder ihr merkt, dass eure Vorräte zu Ende gehen, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, immer zu Rettungskräften zu gehen. Also sprich Feuerwehr, freiwillige Feuerwehr. Wenn ihr da irgendjemanden seht, Berufsfeuerwehr, whatever, oder irgendwelche Rettungssanitäter oder wie auch immer, die an Autobahnen oder sowas arbeiten oder an kritischen Stellen. Ey, geht hin, die sind so freundlich, mit denen könnt ihr so ein geiles Gespräch haben und ihr könnt euer Wasser nachfüllen. Das ist so Erfahrungswerte, die ich aus den letzten Touren mitgenommen habe und jetzt ja auch gerade wieder hier bei Witzmannshausen, glaube ich, oder so. Welche gesehen, hingegangen, ich sag hier, wie sieht's aus, da schon bitte mein Wasser auffüllen. Ja, klar, kein Problem. Und zack, Wasservorräte voll. Alles easy. Finde ich gut. Ja, ansonsten, Wetter ist heute beständig. Also da oben ist die Sonne. Da sind Kühe. Und meine Uhr, beziehungsweise Komoot, was ich ja zur Navigation nutze, sagt, dass es noch 450 Kilometer sind. Jetzt ist es, glaube ich, gerade kurz nach um 9 oder kurz nach um 10. Wartet mal. Ach ne, es ist halb 10. Ich rechne. Ja, ich komme jetzt auf jeden Fall besser voran. Ich habe einen 20er Schnitt. Beziehungsweise größtenteils war ich 20er. Ich versuche jetzt wirklich so auf meine 5 Stunden zu kommen mit 100 Kilometern. Es wird halt kritisch. Wenn ich jetzt mal hochrechne, grob, bin ich mit 15 Stunden 300 Kilometer. Und dann habe ich aber trotzdem morgen noch 150, die ich bewältigen muss. Und dafür brauche ich auch nochmal ca. 7,5 Stunden. Müsste ich also theoretisch morgen spätestens um 6 losfahren, damit ich 13 Uhr wahrscheinlich in Amsterdam bin. Und das ist aber ohne Pausen eingerechnet. Ich glaube, ich muss heute mal eine Nachttour machen. Weil gestern ging es bis um 3, dann habe ich 3 Stunden geschlafen. Wie gesagt, um 6 aufgestanden und um 7 losgefahren. Mal gucken. Ich halte euch auf dem Laufenden. Wie, wo, was und so weiter und so fort. Ich muss mir unbedingt meine Action-Cam holen. Die ist echt beschissen zum Filmen. Naja, bis dann.